Mike Tyson? Uff. Wie 4 Monate zuvor. Owen! Hey. Hey. Ist alles okay? Ja. Schlechtes Timing? Nein, nein. Und was gibt's? Gibt es Befehle? Das war die übrigens, diese Lieder drin, ne? Ähnlich? Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir Isaac einen Moment mal vergessen? Owen. Wann warst du das letzte Mal hier? Seh dich um. Sieh dir alles an. Schön dekoriert auf jeden Fall. Ist Dallas auch hier? Draußen mit Mel. Guck, sie ist so. Ist bei euch alles okay? Sie ist so aggressiv, sie will sogar das Plüschtier töten. Gut. Reut, die Steroide. Seht ihr? Ja. Was passiert, wenn ihr Steroide nimmt? Plüschtiere werden leiden. Ganz im Gegensatz zu mir. Oh. Reut Rage. Unter deiner harten Schale. Vielleicht auch ein weicher Kern. Dein schlechtes Gedächtnis. Selektives Gedächtnis. Da bin ich schon sehr aggressiv. Hast du Bogenschießen geübt oder sowas? Oder sowas. Imagine Abby als Hulk? Digga, imagine Hulk als Abby. Kannst du nicht, ne? Ein Feuer! Ein schönes Gefühl. Ich mag's auch, Feuer. Ich liebe Feuer. Die Musik ist doch Shane, oder nicht? Mögt ihr nicht Schönheitsmusik? Bisschen Weihnachtsmusik? Du überstreichst doch nicht etwa Max' Wandbild. Ich verschönere. Bei Abby putzt halt die Teller zu Hause. Von Firefly für die. Oh, hast du schon von dem neuen Firefly gehört? Ex-Firefly. Tja, und wenn Hulk Schluss macht, dann kann er um sein Leben rennen. Hatten sie auch irgendwelche Beweise dafür? Nein. Ach echt? Abby ist wirklich crazy. Also bei der überlege ich mir auch zweimal, was ich sage. Tropisch. Wo hast du das? Tropisch, ja, richtig, Abby. Du hast recht. Immer einfach sagen, du hast recht. Dann wirst du. Dann wird schon gut gehen. Am Lagerfeuer muss Lagerfeuermusik sein. Aber was ist Lagerfeuermusik? Aber guck mal, es schneit. Also passt das schon, glaube ich. Du hast recht, genau. Einfach du hast recht. Egal, was sie sagt. Wieso? Versteckst du was? Ja, ich glaube, du hast das hier unten noch nicht genug gewürdigt. Komm schon. Okay. Und SpongeBob das Lagerfeuerlied. L-A-G-E-R-F-O-E-U-R. Wir machen die Math, Leute. Oh, das sieht kompliziert aus. Nicht anfassen. Leute, wenn wir Abby bannen im Chat. Ist das ein Wissenschaftsexperiment?
werden wir fünfmal gebannt. Du willst sie nicht bannen. Nicht mal im Chat. Sie kommt, während du schläfst. Selbst Chuck Norris hat keinen Bock auf Abby-Witze. Ah, das erklärt die Zielscheibe. Oh ja, Mel und ich machen hier einen kleinen Wettkampf. Oh, ich glaube nicht, dass dir das Spaß macht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich weiß, was du da machst. Und es funktioniert. Die Regeln? Okay. Siehst du die Scheiben? Ja. Triff möglichst viele, bis die Zeit um ist. Wenn ich gewinne, schreibst du meinen Namen da dran. Na klar doch. Abby geht ins Fitnessstudio. Abby, das Fitnessstudio kommt zu Abby. Nummer 1. Ich bin stolz auf dich. 2 geschafft. Aber noch nicht alle. Oh, gut gemacht. Ah. Heilige Scheiße. 5. Fast geschafft, Abby. Wo noch? Ach, da? 2, um mich zu schlagen. Kein Druck. Ja, wo sind... Ach so, da oben. Ich bin gerade ziemlich stolz. 30 Sekunden. Ja, ich weiß ja nicht, ach, da oben. Du brauchst nur noch eine. Noch eine. Verpassen. Genau, noch eine. 4, 3, 2, 1. Da oben. Ach komm. Geschafft. Ha, beim ersten Mal. Naja. Hört ihr das? Okay, du hast es geschafft, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Sei still und schreib meinen Namen aus. Genau, sei still und einfach. Später. Später? Hat er das gesagt? Dass er rauskriegt, dass ich hier war? Nein. Hat er das später gesagt? Pass lieber auf, was du sagst. Schreib meinen Namen auf, Owen. Ja, mach mal lieber. Okay. Mein Gott. Mach lieber, was sie sagt, Mann. Ja, genau. Es gibt noch eine Sache, die ich dir zeigen möchte. Selbst die Playstation hat Angst. Kann ich jetzt nach oben? Ja. Ist das die Leiche des Kapitäns? Die habe ich schon gesehen. Hast du ihm eine Weihnachtsmütze aufgesetzt? Was? Der Wal. Abby hat zum Wal gesagt, wenn du dich bewegst, wirst du sterben. Das ist sogar noch cooler. Komm schon. Die Trophäe. Come on, respect for Abby. Hast du das alles gemacht? Ist so. Sehr festlich. Warte, bis du alles siehst. Setz dich. Sieh dir die Aussicht an. Die Playstation hatte so Angst. Sie hat ein Achievement noch schnell created for Abby. Die Entwickler haben das nicht gemacht, die Playstation. Und jetzt? Probier das. Und? Eine schöne Aussicht. Oh, na klar. Wahnsinn. Soll ich etwa lügen? Ja, natürlich. Sie ist verrückt nach Weihnachten und wir haben Jahrestag, also. Das wäre nicht echt süß. Ach, fick dich doch.
wüsste, jemand würde mich so sehr lieben, dass er das macht. Verdienst du doch nicht. Was, Geschenke? Abby überspringt nicht die Werbung, die Werbung überspringt sich selbst. Das ist lustig. Comedian Star. Warum hast du so gute Laune? Hab ich das? Lass das Training heute sein. Abby, wenn der Mond aufgeht... Ich habe Joels Bruder gefunden. Er ist in einer Siedlung in Wyoming. Woher weißt du das? Ein paar Fireflies, die mit ihm gedient haben, wurden geschnappt. Ich dachte, er ist da schon lange weg. Ja. Haben diese Typen noch was von ihm gehört? Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Okay, aber selbst wenn er wirklich da ist und du ihn findest, weiß er vielleicht nicht, wo Joel ist, stimmt's? Sagst du es den anderen? Es sind alle an Bord. Mel eingeschlossen. Wir können nächste Woche los. Isaac lässt niemals so viele Leute aus der Basis. Er ist einverstanden. Bullshit. Wem ist Gerechtigkeit wichtiger als Isaac? Er weiß, was Joel getan hat. Hey. Wir machen das gemeinsam, klar? Klar. Wenn wir das Spiel spielt, gewinnen sie automatisch. Zu viele Comedian-Stars. Abby wird nicht von Kugeln getroffen, sie sehen aus Respekt wieder um. Ja, auch gut. Warte, wieso? Warte, ich spiele nochmal ab 18. Sie muss keinen Preis erarbeiten. Sie rücken den Preis schon freiwillig raus. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutze die Flügel. Yeah.
Zum Beispiel, die hasse ich noch mehr als Abby. Also die ist ja noch widerlicher, oder? Also von der Art her meine ich jetzt. Schöner Wallpaper. Digga, wieso helfen die ihr nicht? Das ist so weird irgendwie. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Er lässt sich hauptsache schon Zeit. Jo, was ist das für Kreaturen? Oh nein. Digga? Crazy, die können sogar gut kämpfen. Die erinnern mich ein bisschen an die Forest. So ein bisschen, ja. Also bei diesen komischen Five-Typen, bei diesen Sekten-Typen, da sieht Abby sogar noch sympathisch aus. Digga, wo lang? Genau, loslassen. Komm, ich kann nicht der Einzige sein, der findet Abby Chuck Norris witzig. Abby merkt das Wasser in der Dusche nicht an. Los, sie geht die Dusche an. Sie guckt die Dusche an, bis sie weint. Achso, hier? Anderen Weg. Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen?
Komm schon. Lass das lieber Abby aufmachen. Sie weiß, wie man Zäune aufmacht. Los. Ich helf dir. Oh nein. Eine Bertha, Leute. Eine Bertha. Scheiße. Du. Ist das da etwa mein Rucksack? Wo denn? Wo ist Ihr Rucksack? Wo ist denn Ihr Rucksack? Was hat sie denn erzählt? Okay. Bertha ist ziemlich aggressiv, würde ich sagen. Hey Bertha, entspann dich mal. Entspann dich mal, Bertha. Meine Güte. Schau mal, die ist deine Tante. Und die greift dir an die Backe. So, Bertha. Genau, warte. Ich werde bestimmt warten. Okay. Alles in Ordnung? Ja. Wo war jetzt der Rucksack? Ach, hatte Bertha den oder was? Laber nicht. Warte, wo war sie denn jetzt nochmal? Hä, Bertha ist weg? Ach so, ich hab den schon wieder. Oh. Den hast du schon genommen. Ach so. Ja, wo soll ich das denn wissen? Oder hat man das gesehen? Na los. Der Rucksack kam automatisch zu ihr. Was macht der? Kann ich gut verstehen. Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich passe das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. So blöde Redewendung. Eine was? Hat man gesehen, okay. Echt seltsam, dass Gas jetzt aufs Gas losgehen. Habe ich wahrscheinlich in dem Moment aus Ehre für Abby weggeschaut. Okay, dann sag's nicht. Das ist mir egal. Ich wollte nicht, dass sie denkt, ich habe Stress. Wieso kann ich nichts upgraden? Finde ich irgendwie schade. Ich will immer noch wissen, wie es in der Gegenwart jetzt weitergeht.
nice. Das ist gut. Brandpatronen. Bewegungsgeschwindigkeit und gepacktem Gegner. Oh! Also geht das doch, dass man sich bewegen kann, während man einen Gegner hält. Das ist die Gegenwart. Das ist jetzt gerade die Gegenwart? Die Gegenwart ist doch bei Ellie, oder nicht? Also ich meine jetzt bei Ellie. Bei Ellie und sie sich ja sehen. Ey, sag mir nicht, deswegen geht das Spiel so lange noch, weil wir mit Abby jetzt noch einmal das Spiel spielen. Ist das der Grund? Weil wir mit Abby jetzt alles nochmal spielen und ihre Story nochmal sehen? Weil ein paar Leute gestreamt haben, du wirst den Grund noch sehen. Oh yeah, so. Crazy. Das erklärt so einiges. Aber ich bin mal gespannt, wie das Spiel endet. Boah, ich bin echt gespannt, wie das Spiel endet. Das sieht gut aus. Also ernsthaft, wir spielen das jetzt... Okay, das... Ja, okay, das... Finde ich interessant, dass man mit Abby so lange spielt. Oh, kann man eigentlich machen, denke ich. Kann man machen. Finde ich okay. Aber dann ist Abby auch irgendwie ein Hauptcharakter. Ey, Abby und Ellie, stell euch mal vor, die tun sich zusammen. Wird nie passieren, aber stell dir mal vor. Simon, bleib hinter mir. Dämonen nennen sie sie? Belly. Ellie und Abby. Ja, ich glaube, das würde nicht Belly heißen, das würde irgendwie anders heißen. Du meinst die weibliche Signoris und Ellie? Passt das? Ich glaube nicht. Aber falls Abby überlebt, kann ich mir vorstellen, dass im dritten Teil irgendwie Ellie oder Abby, dass die sich irgendwie retten werden. Und dann auch mal zusammenarbeiten, falls sie überlebt. Das weiß ich nicht natürlich. Aber wenn ja, dann Elbi. Gally. Lul. Baby. Baby. Ellie und Abby. Heißen wir auch Abby. Ellie und Abby macht irgendwie Abby. Oder etwa nicht? Alibi. Alibi. Das passt gut. Boah, dieser Hammer ist echt auch OP, ne? Gibt's noch irgendwo so einen? Fatty. Ellie und Abby machen Gabriella.
Schäfer, weil Ellie steht ja auch auf Frauen. Schäfer, die kommen zusammen in der Beziehung. Ich glaube, wir müssen hier lang. Glaubst du es? Du musst da nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Stell dir vor, die adoptieren ein Kind. Schäfer, wir adoptieren sie. Ich muss aber sagen, ich finde Ellie Beresa als Abby. Ellie ist zwar körperlich natürlich nicht so monströs wie Abby, aber Ellie ist, finde ich, krasser. Frag mich nicht, wieso ich das finde, ist so. Sie ist noch mehr, noch. Sie hat weniger Angst als sie zum Beispiel. Wie lange denkst du, geht es noch bis durch? 5 Stunden. 4 Stunden. Ich bringe euch durch. Ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Du bist dran. Vorsicht mit dem Arm. Vergiss nicht zu trinken. Oh, cool von dir. Ich glaube, noch falscher Zeitpunkt, um zu trinken. Lass mal nicht die Munition verwenden. Sonst Kopfaua. Ne, man muss ja nicht, also so oft trinken muss man jetzt nicht, aber. Wie läuft das da draußen? Ah, das waren Scars. Hä, was waren dann die anderen? Ich bin nicht lost. Ein Lauf, den ist weg. Niemals. Glaube ich nicht. Scheiße. No! Ach, Messer. Oh, zum Glück haben wir Messer. Digga! Seid ihr dumm, oder was? Ich krieg nicht mal einen Schuss raus. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ich das hören will, was ich da gerade höre. Nein. Wurde sie gebissen? Okay.
komm. Ich weiß. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig. Ein und aus. Atemübung. Macht die Atemübung, Leute. Kann ich euch ganz stark empfehlen. Ist echt extrem effektiv, um Negativität zu lösen. Einfach hinlegen und auf den Atem achten. Das ist echt crazy. Wirklich. Gehen wir rein, bevor uns jemand sieht. Wenn du Abby heiratest, tickt sie dich. Mach zu. Auf dem Klo mache ich das. Comedian Star ist back am Start. Hilf mir bitte mal. Das muss nur gerichtet werden. Okay. Weißt du, wie das geht? Schneid er seinen Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit? Wurde sie da gebissen, oder was? Wie heißt du? Abby. Danke fürs Abschneiden. Ist einiges los. Auch wenn es ihr schlecht geht, solltet ihr besser morgen verschwunden sein. Wir kommen klar. Ja. Sehe ich. Okay. Oh mein Gott. Stellt euch mal vor, Abby wäre auch immun. Oh. Abby gewinnt eine Schachpartie nur am Zug. Comedian Star ist wieder da. Stell dir mal vor, sie wäre auch immun, ey. Das wäre crazy. Weil stell dich mal vor, ein Abby-Zombie. Das würde ich mir nicht vorstellen, Mann. Da laufen selbst Bloater weg. Thank you.
Was verbessere ich? Schaden. Wenn der Zombie Abby beißt, wird er zu Abby. Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Stell dir mal vor, die wäre immun. Das wäre richtig crazy. The Last of Us ist ein... Oh, nice. Geil. Schön. Ein Simulator, ein, Loot-Simulator. RIP an Leute, die das übersehen, was ich gerade gefunden habe. RIP. Wenn Abby Poker spielt, gewinnt sie, weil die Leute nichts kassieren wollen. Guter Witz. Respektiere ich gerade extrem. Comedian-Star ist wieder da. Nein. Scheiße. Ich wollte das aus Versehen, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Yo, creepy, Alter. Creepy, ey, wie der stand. Ob ich da wohl durchkomme, ohne zu sterben? Wo lang denn? Vielleicht kann ich durchrennen. Komm. Machen wir mal. Wenn wir mit Abby sterben, zählt das nicht zu den Toten dazu. Weil Abby das nicht zulässt. Wie jetzt? Ach, da lang. Oh, scheiße. Habe ich die Sache nicht aufgehoben? Natürlich nicht. Der Dev-Counter hält sich aus Respekt nicht. Genau. Okay, wir müssen aufhören mit Abby-Witzen. Das geht schon lang genug so weiter. Auch wenn sie witzig sind. Ja.
Oh, wir sind bei dem Blatt. Guck mal, Leute. Und da wird sie jetzt ihre Freunde gleich sehen. Oh mein Gott. Ich will mal ihre Reaktion, ne? Ich bin so gespannt. Liest ihr eigentlich diese Sachen, wenn ihr das Spiel alleine spielt? Im Schlaf. Fuck. Nicht, wenn ihr es alleine spielt, krass. Obwohl die eigentlich wichtig für die Story sind, mal oft, ne? Also nicht wichtig, aber. Haben halt auch eine Relevanz, sagen wir mal so. Türsteher. Okay. Also das Crossbow finde ich cooler, Armbrust finde ich cooler als Bogen, muss ich sagen. Aber trotzdem kann ich mir wirklich keine Superhelden vorstellen mit einem Crossbow. Wäre irgendwie cringe. Okay. Oh! 907701. Boah, wie viele sind denn hier? Nein. Oh no. Oh no. Alter, ich verstehe das Ding nicht. Ich habe keine Angst. Ganz normaler Tag für mich, Leute. Was macht meine Ex-Freundin hier, Leute?
Hat sie jemand eingeladen? Oh nee. Ich gehe nicht ohne den Tresor, Leute. Was für ein cooles Szenario in dem Schiff, ey. Voll geil. Der Typ sucht etwas, glaube ich. Komm her, komm her. Genau, komm her. Digga. Der ist ein bisschen lost, glaube ich. Oh, ich glaube, wir haben den Tresor gefunden. ASMR. So, 907701. Also die Leute, die jetzt dazugekommen sind, haben echt einiges verpasst an Comedian-Stars. Es tut mir voll leid, wenn man das verpasst hat, keine Ahnung. Wenn Abby das Licht ausmacht, liegt sie im Bett, bevor es dunkel ist. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber war trotzdem witzig. Ich glaube, er sucht seine Frau. Komm, ich bring dich zu ihr. Ich mag die Mission voll. Oh no. Okay, hören wir auf mit Abby-Witzen, Leute. Abby ist auch nur ein Mensch, Leute. Spaß, sie hat Joel auf dem Gewissen, sie ist gar kein Mensch. Soll ich den Typen einfach ignorieren oder hat er was Wichtiges? Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Bitte stirb einfach. Bitte stirb einfach. Oh mein Gott. Genau. Was ist das? Ja, ja, das war's. War machbar, würde ich sagen, ne? Trotzdem glaube ich nicht, dass wir es heute noch durchspielen werden. Mal schauen, vielleicht ja doch. Das war laut.
geht, Rudy. Ich bin ganz ehrlich, ich schaue mir eigentlich die Zettel nur für den Code an. Mir ist nicht so wichtig, was mit dem Bootsmann passiert ist, sorry. Komm. Der Arme. Ja, gut. Wie jetzt auf ein neues? Ach so. Ach, wir sind wieder hier. Oh, wir sind den ganzen Weg gegangen, um wieder an dieselbe Stelle zu kommen. Verstehe. Weiterklettern mit Abby? Ich glaube, das ist eine 10 von 10. Abby ist eine 10 von 10. Abbys Arme sind eine 10 von 10. Ich habe übrigens die Schauspielerin gesehen für hier meine Lieblingsdame. Das Namen ich mir leider nie merken kann. Ich weiß nicht wieso. Sieht auch gut aus. Für die Serie. Dina, genau. Die sieht richtig gut aus. Ich weiß noch nicht, wie ihr Unterkörper aussieht, aber vom Gesicht her. Was ist mit Bertha? Die hat einen Hammer ins Gesicht bekommen. Sorry an alle Bertha-Fans. Ich weiß, dass du da bist, Owen. Oh, wir sind hier. Yo. Oh, ich hoffe, wir werden noch Abby spielen. Ich meine, Ellie meine ich. Oh mein Gott, ich will die Reaktion jetzt sehen. Owen? Owen! Der wird nicht aufmachen, glaube ich. Komm schon! Er muss irgendwo weiter hinten sein. Oh mein Gott. Ist so crazy, weil wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Aber sie weiß es nicht. Ich fand das irgendwie dann gerechtfertigt, dass sie den Asiaten erschossen hat. Hallo? Ist das irgendwie weird, wenn ich einfach sage Asiaten, anstatt einfach den Namen zu wissen, Jesse? Ich finde es irgendwie traurig, wenn ein Asiate stirbt. Ich weiß auch nicht. Okay. Vielleicht
Ja, als ich Bertha getötet habe, habe ich sorry gesagt, genau. Das finde ich schon gerechtfertigt, dass sie, also das macht okay. Ach so, ich weiß wie. Seht ihr, so ein Mini-Puzzle geht noch, weil da brauche ich nicht 10 Jahre für. Das tut mir nicht alles. Das Seil klettern ist leider nur eine 8 von 10, sorry. Aber ist so. Oh mein Gott. Okay. Okay, dein Rucksack. Ist das Blut? Hm? Von wem ist der Rucksack? Von wem ist der Rucksack? Ellie? Oh no. Owen! Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau passiert ist. Fetchen! Aber Owen fand ich irgendwie auch dämlich, Mann. Ich mochte Owen auch nicht. Der Typ hat mich irgendwie auch angepisst. Nein, da ist er nicht. Er ist doch tot. Oder nicht? Pass auf, Danny, das verdient einen Block eigentlich, oder? Verdient das einen Block? Block den. Timeout, okay. Owen? Das ist echt grausam. Hä? Isaac hat dich geschickt. Haben wir ihn nicht getötet? Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um sie in Schuss zu bringen. Hä? Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Jetzt bin ich los. Danny ist tot. Nein, ist er nicht. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt. Und erschöpft. Er war
Hab eine Menge Skars getötet. Und, dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Hä? Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. Danny? So greife ich sie und... Erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Also hat er Danny getötet? Ich verteidigt. Danny, meine ich. Ich bring das in Ordnung. Ich rede mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher. Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß... Abby. Küsst euch. Geht doch, Mann. Bei Abby kann man nur so an sie dann, wenn man sich erstmal mit ihr prügelt. Abby braucht kein BH, alles gut. Der kommt ab 15. Wurde auch mal Zeit für Abby. Bisschen Stress abbauen muss ja mal sein, Leute. Yo? Oh.
Scheiße. Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Verdammt, was mache ich? Wie alt ist Abby eigentlich? Weiß das jemand? Kann man das, kann man das irgendwie nachrecherchieren? Weil ich kann sie irgendwie gar nicht einschätzen. Sie könnte irgendwie 30 sein, könnte aber auch 19 sein. Nicht fallen. Okay. Mir tut's echt leid für Leute, die zu spät kommen. Ey, ihr verpasst so viel vom Spiel. Ist crazy. Und das alles nur, weil ihr schläft. Anfang 20. Okay. Also ist Owen da noch gar nicht... Hä? Wo bin ich jetzt? Fuck. Ich bin jetzt lost. Gehen wir jetzt wieder dahin? Ich bin halt irgendwie lost, Leute. Oh nein, die haben eine Bertha. Scheiße. Zwei, ein... Ernsthaft, Digga? Scheiße. Halbzustimmen kommt auf YouTube. Extra jetzt nicht. Oh ne. Waren das alle? Nicht Spaß. Stimmt schon, aber ich finde live immer cooler, ne? Weil es ja live ist. Ist halt so ein bisschen so, als würdest du dir ein Konzert irgendwie anschauen und dann, oder auf YouTube ein Konzert anschauen, ist ja auch ein Unterschied. Ne? Ja, genau. Das würde ich hören. Einfach nur ein Ja. Finde ich gut, dass du mir zustimmst. Ich habe das Gefühl, die Spieleentwickler wollen uns Abby jetzt sympathisch machen. Aber dafür ist es zu spät. Aber so ein bisschen Sympathie hat sie bekommen. Halt, im Endeffekt immer den Charakter, den du spielst, der wird dir sympathisch. Ne? Abby wird mir nie sympathisch sein. Ja gut. Aber sie passt gut ins Spiel, muss man sagen, ne? Abby liest das. Abby liest das. Ah, hä? Wieso bin ich jetzt wieder hier? Okay, jetzt bin ich ein bisschen lost. Wieso bin ich jetzt genau wieder hier? Gehe ich jetzt zurück oder was? Ich verstehe das irgendwie gerade nicht. Hier war ich doch schon, oder nicht? Abby ist die meine nächste Frau. Ja, ich habe schon einiges gesehen, was noch krasser ist.
Oder? Nee, eigentlich nicht. Stimmt, du hast recht. Sie ist die meine Nächste. Markus Rühl, Frau. Lul. Obwohl, stimmt, Bodybuilder sind echt oft mit Bodybuildern zusammen, ne? Du bist ein bisschen verwirrt. Wieso sind wir hier jetzt genau wieder? Musst du den mal angucken? Ne, lass mal lieber. Ich glaube, da mache ich lieber nicht. Muss über den Zaun. Wusste ich natürlich, wusste ich. Bin doch nicht blöd. Danke, dass du mir etwas sagst, was ich schon längst wusste, Mann. Kleiner? Nein! Was ist die Mutter? Achso, sie wollte an die checken, ob die okay sind oder wie. Tut mir leid. Wie geht's ihr? Oh, sie lebt noch. Oh mein Gott. Ich werde deinen Arm bewegen. Lehn dich an mich. Wo bringst du sie hin? Komm. Was hast du vor? Ich gebe ihr eine Chance. Crazy, Mann. Was ist das für eine Infektion, Digga? Haben wir die nicht auch getötet dann? Owen! Hey Owen, wach auf! Ich bin hier. Sind das Scars? Ich brauche alles Verbandszeug, was du hast. Nein! Bogen runter, alles okay! Runter damit! Nimm ihn runter! Ich sag der Bogen runter! Ellie, was soll das? Okay, da haben die noch gelebt. Lev, Bogen runter. Also Ellie kam danach erst. Abby, wer sind die Kinder? Meine Lebensretter. Kannst du sie dir ansehen? Bleib, Alice. Das ist Yara. Wie kam das? Ein Hammer. Ich war's nicht. Ein Hammer? Leg sie hin. Verstehe. Achso. Oh, stimmt. Ah. Stimmt. Das passiert, wenn du mit dem Hammer draufschlägst? Einen auf den. Spürst du das? Yara. Nein. Ich wollte es säubern und versuchen. Der Knochen ist zerschmettert. Das Compartment-Syndrom. Was heißt das? Das heißt, dass der Arm ab muss. Sie ist Soldatin. Sie braucht ihren Arm. Wir können ihn nicht absterben lassen. Es soll nur nicht mehr wehtun. Bitte. Was brauchst du? Am besten eine Säge, Fäden, Klammern, Antibiotika. Aber das können wir wohl vergessen. Wir haben Messer. Feuer. Schneiden und ausbrennen?
Sie stirbt an der Infektion. Schreib eine Liste. Ich gehe zum Krankenhaus und hol alles. Du brauchst deinen ganzen Tag. Ist mir egal. Es geht nicht um dich, Abby. Sie kann nicht so lange warten. Und was ist, wenn ich dich in 2 Stunden hinbringe? Das Wolf-Krankenhaus, oder? Auf der Westseite. Wie? Wir haben Brücken. Hoch oben, so umgehen wie die Überschwemmung. Und eure Leute. Schafft sie 2 Stunden? Wahrscheinlich, ja. Dann schreib die Liste. Warte, ernsthaft? Die Brücken gehören den Skars. Sie schicken immer nur kleine Trupps los. Hörst du? Kleine Trupps. Das ist kein Spiel. Lev? Sie führe dich. Sie beschütze dich. Abby. Weiß jemand, wie lange noch das Spiel geht? Ungefähr? Circa. Kumpel hat gefragt. Hey. Was? Du. Sind das meine Schlüssel? Sorry. Können wir reden? Rede. Warum machst du das? Hey, sie kam einfach her. Okay. Ich glaube, sie weiß nicht. Vielleicht, Letzte Nacht ist mir egal. 4 Stunden haben nachgeschaut, danke. Mir nicht. Okay. Welcher? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, ich trinke genug. Danke fürs Erinnern. Also 3 Stunden oder 4 Stunden oder 5 Stunden jetzt? Also wahrscheinlich 4, ne? Weil ein paar haben gesagt 5, ein paar haben gesagt 3. Und einer hat nachgeschaut, er hat gesagt 4. Aber dann bin ich noch manchmal lost, also sagen wir 4,5 bis 5. Sie ist eine der besten Ärztinnen in Seattle. Und wie heißt er? Der Mann? Owen. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Crazy. Sogar besser als den ersten Teil, muss ich sagen. Ein paar Aspekte sind besser, irgendwie. Ein paar auch Kampfmechaniken sind besser. Wie kommen wir zu den richtig hohen Gebäuden? Wenn du nicht alles durchsuchst, 3 Stunden. Ja, aber ich muss ja alles durchsuchen. Ich brauche ja Munition. Weißt du denn von da aus, wo es lang geht? Der Weg beginnt am Ufer des reißenden Flusses. Bring uns dahin, dann übernehme ich. Bringen uns diese Brücken wirklich über die Stromschnellen? Ja. Über alle? Wir schauen mal. In nur ein paar Stunden? Ich lüge nicht. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange ist, das Game. Ja, durchsuchen muss ich, Leute. Das mache ich weiterhin. Ich kann damit nicht aufhören. Ja, aber ich spiele irgendwie länger, oder? Obwohl, ja doch, ich spiele länger als 20 Stunden. Das wäre nicht gut. War schön. Sie schafft es? Wenn wir die Sachen kriegen, ja, dann hat sie eine gute Chance. Desto länger, desto besser, aber wenn es zu lange ist, ist es wieder kacke. Ja, gut. Ist eine gute Aufwärmung für ganz lange Spiele. Es gibt ja auch noch ganz lange Spiele. Es fühlt sich einfach gut an, auch ein Spiel zu beenden irgendwie. Verschlossen? Cool. Vielen Dank. Klar. Wie auch immer da reinkam. Aber ich finde es unterhaltsam, bei dir zuzusehen, vor allem, wenn ich das selbst schon durch habe. Ja, ich habe es noch nicht durch und deswegen macht es auch mehr Spaß, glaube ich. Hm.
Speedrun liegt bei 2 Stunden 43. Oh, crazy. Aber dann mit allen Filmszenen überspringen, ne? Und bestimmt ein paar Bugs ausgenutzt. Ja, aber Speedrunning finde ich weird bei The Last of Us. Ich finde eher Speedrunning besser bei Nicht-Story-Spielen irgendwie. Mal sehen, ob wir auf dieses Gebäude kommen. Du warst schon mal bei diesen Brücken, oder? Ja. Meinst du, wir begegnen vielen Scars? Seraphiten. Fürs Spielen braucht man gutes Aim, ja, das definitiv. Würdest du damit klarkommen? Ja, komm, Mario ist nicht wirklich Story, Mann. Ja, Prinzessin retten, Digga. Wir haben dich gejagt. Da redet ja nicht mal jemand. Mario-Spiel ist eher Jump'n'Run. Weniger Story. Gibt schon seine Gründe, wieso Super Mario 64 das meistgespeedrunnte Spiel der Welt ist. Und Roblox-Spiele, die werden auch super oft gespeedrunnt. Ist wirklich crazy, wie oft Roblox-Spiele gespeedrunnt werden. Roblox Wars ist ein Speedrun-Game. Wusstet ihr das? Achtung, das Glas. Voll crazy. Clips, vielen Dank für dein Abo. Schaffen wir jemals die 100, Leute? Genieß deine werbefreie Unterhaltung. Alles gut. Hast du eigentlich wieder mal vor, Ferien zu machen oder so gar nicht? Meinst du mit Ferien Urlaub? Weil ich verstehe nicht, was du mit Ferien meinst. Oder denkst du, ich gehe zur Schule oder wie? Mein Sub ist morgen weg. Ja, das meine ich, ja. Subs verschwinden ja auch täglich, ne? Weil die sind ja monatlich und die verschwinden dann irgendwann. Wie lange wart ihr beide auf dem Job? 2 Tage. Keine Ahnung. Einfach. Was, ich weiß, ich weiß nicht, was ich in Urlaub soll. Ich will nach Japan. Sagst du mir jetzt, warum sie wirklich hinter euch her waren? Hab ich doch. Aber ich brauche keinen Urlaub eigentlich. Also ich fühle mich nie irgendwie kaputt oder so, als bräuchte ich Urlaub. Es ist eine Regel. Ich brach sie. Von was ein Urlaub? Ich weiß nicht. Nimm mich mit. Punkrock von dir. Punkrock? Wenn du den Urlaub bezahlst, kannst du mitkommen. Wenn du den Urlaub sponserst und der Kameramann bist, dann vielleicht. Wenn du filmst. Soll ich mal einen Urlaub, soll ich mal in Japan streamen? So einen Real-Life-Vlog machen? Komm ich ins Gefängnis bestimmt. Geht das überhaupt so in 720p, 30 FPS? Geht doch bestimmt, oder? Hat jemand Erfahrung mit sowas? So, 720p reicht doch voll, oder nicht? Muss ja kein, keine Ahnung was sein. Selbst 720p, 25 FPS. Was?
Der Typ sagt mir, dass er ein Safe da hat. Was? Ah! Die Kombination ist unsere Wohnungsnummer und dann deine Wohnungsnummer. Wieso macht der Typ das jetzt so kompliziert? Würde gerne Kameramann werden. Der stirbt nie und der ist ultra krass. Bei einem ist der Kameramann richtig krass. Komme ich wieder zurück? Ach, Digga! Nein! Death Counter 15. Ist cringe, Alter. Also, sorry, das fand ich dumm, weil das sah wirklich so aus, als könnte man da lang. Also, was ist jetzt die Wohnungsnummer? Guck auf das Whiteboard. Leute, ich hab auch bei keiner Bestrafung zugestimmt, okay? Ihr habt euch das irgendwie selbst entschieden und keine Ahnung. Ach hier. Okay. Und wo sind da Zahlen? Ah. Vielleicht? 30-13-08. Nudes liegen. Wollt ihr meine Nudes haben, Leute? Scheiße. Wenn es nicht 04 ist, dann habe ich keine Ahnung. Natürlich. Das ist da das klischeehafteste ever. Genau die letzte Zahl ist es. Egal, ich habe alles probiert und genau das letzte ist es dann. Genau. Super. Blöder Stein. Das ist eine Aggression raus, Leute. Ruhe. Wie lange benutzt du das Ding schon? Den Bogen? Seit Ewigkeiten. Du bist gut damit. Heute ist Yara sehen. Ich habe, es gibt animierte Emojis, Leute, aber irgendwie könnt ihr die noch nicht benutzen und ich weiß nicht genau wieso. Ich habe heute 10 animierte Emojis reingetan. Lady? Das dauert etwas. Okay. Vielleicht sollten wir es da lang versuchen. Die sind echt gut, muss ich sagen. Vor allem in der einen könnt ihr mich streicheln, Leute. Also, falls ihr das schon mal jemals machen wolltet. Also wirklich, ihr könnt mich streicheln, das ist echt funny. Also ich würde auch gerne, dass ihr mich streichelt. Deswegen,
wäre das schon echt cool. Bin tot. Also bei den normalen Emojis ging das echt schnell. Ich glaube, Twitch will nicht, dass ihr mich streichelt, Leute. Eigentlich voll traurig. Oh, ich hätte sie doch bestimmt töten können mit dem Pfeil. Nee, glaube ich nicht. Ist okay? Ja. Ist schon nochmal in der Mittagspause, genau. Wann ist sie eigentlich? Bald, oder? Sehr bald. Keine Ahnung. Ein Macher-Emote wäre gut. Ja, wie soll er bitte aussehen? Also ich finde unsere Emote schon sehr gut. Da kommen ja noch einige dazu. Wir haben noch zwei Slots, genau. Der lilane wird wegkommen, der lilane Emote. Dieser Hype-Emote. Wir haben schon Hype-Emote und wozu zwei haben, ne? Der Macher-Emoji ist einfach Abby. Lul. Also ich glaube, danach habe ich Abbys Emoji, Abbys Gesicht schon genug gesehen. Muss ich mir nicht mal antun. Abby ist keinesfalls hässlich. Aber halt nicht so mein Typ. Wenn ihr versteht, was ich meine. Außer ich bin Abbys Typ, dann muss ich ja sagen, weil sonst habe ich Angst. Wie kommt man mit dir auf ein Date? Du musst volljährig sein und super scharf sein. Das Wasser fließt hier extrem schnell. Du musst wirklich vorsichtig sein, okay? Ich hab sowas schon mal gemacht. Und dann musst du mich einladen. Bestes Restaurant aus der Stadt. Lul. Verdammt nochmal. Wer ist das? Oh, was für Flauen stehst du so? Es gibt Tausende von uns. Kennst du jeden Scar? Hör auf, uns Scars zu nennen. Klar. Wie heißt sie nochmal? Dina. Dina. Nee, Lara Croft ist auch nicht so. Dina. Dina ist gut. Dina ist natürlich. Sie hat einfach. Sie ist einfach natürlich, you know? Ich nehme die Lara Croft anstatt Dina. Ich weiß nicht, ich finde Lara Croft sieht irgendwie so aus wie irgendwie. Jede Frau. Also ich finde Lara Croft nicht so wirklich besonders. Außer sie hat ihre Hotbands an. Aber, weiß nicht. Dina oder Ada Wong? Ich weiß nicht, also eigentlich würde ich Ada Wong sagen. Aber Dina hat irgendwie so eine ganz bestimmte Hüfte. Und die ist so crazy. Dass ich da nicht weiß. Also Dina hat wirklich etwas
Also eigentlich Ada Wong, ja, aber... Aber sie hat echt so eine ganz crazy Hüfte irgendwie. Danke für die 95 Bits. Flips. Es wird übrigens auch noch Emojis geben für die Bits-Spender, ne? Würde ich immer sagen. 3 Slots gibt's da. Die kommen noch. Dina oder Lady Di Misetru? Auch Dina. Dina ist, wie gesagt, es ist halt... Dina sieht nicht so perfekt aus wie Ada Wong, ne? Also Ada Wong sieht ja wirklich perfekt aus. Aber manchmal kann man auch ein bisschen zu perfekt aussehen, weil Ada Wong sieht halt wirklich perfekt, perfekt aus. Das ist halt schon weird irgendwie. Also sie ist halt so richtig perfekt irgendwie. Ah, echt? Meinst du... Fragst du mich jetzt wegen den Emojis? Ja, ja, die Bits-Spender bekommen auch Emojis. Habe ich gesehen, dass es da 3 Slots gibt. Danke, Clips. Ich weiß nur nicht, ob wenn man jetzt schon spendet, ob das dazu zählt. Ich glaube aber ja. Danke dir. Bist du Single? Ich habe 2 Katzen, mit denen bin ich zusammen. Okay, das ist dann weird. Manchmal reiben die sich an mein Bein. Oder schau mal auf Instagram, da habe ich eine Story gepostet, wie sie in meinem Arm liegt. Um 4 Uhr morgens. Mhm. Bleiben die für immer, gehen die weg? Ich glaube, die bleiben für immer. Also, solange ich streame halt, ne? Ich glaube, morgen spiele ich mal wieder so ein richtig krasses Horrorspiel. Ich habe schon eins in meiner Steam-Liste. Bevor wir mit diesem einen Pokémon-Klon anfangen. Palworld. Ich glaube, ich brauche das mal zur Abwechslung, weil die Klicker wären echt langsam lame hier. Was machen Bits? Hä, du hast doch Bits gespendet. Jetzt fragst du mich, was die machen? Obwohl du Bits gespendet hast? Elden Ring kommt vielleicht danach. Aber ich probiere es auch nur an, Elden Ring, ne? Also, ich verspreche euch nicht irgendwie, dass ich da irgendwie 50 Stunden für das ganze Spiel... Wow, Fluffy Bun. Vielen Dank für die 300. Also du bekommst auf jeden Fall den Emoji. Das wird gespeichert, denke ich, ne? Das wird dann ganz bestimmt, das muss ein ganz bestimmter Emoji werden. Danke für die 300 Bits. Aber das müssen so ganz crazy Emojis sein, irgendwie. Und für Tier 3, was ja auch sehr selten ist, Tier 3, aber wenn das mal jemand machen sollte, der braucht auch ein Emoji, wo man sieht, der ist Tier 3. Ach so, den Emoji sieht man statt dem Bit-Symbol. Ne, ich glaube, das ist schon ein eigener Emoji, den man bekommt. Los, mir nach. Wie hoch müssen wir denn noch? Du wirst das schon. Viel, oder? Ja. Aber Bits und Abo werden resettet. Ja, aber ich glaube, das wird schon gespeichert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man... Also, diesen Emoji behält man, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber da steht auf jeden Fall Bits-Emoji. Ich glaube, für insgesamt 1000 Bits gibt es einen, für 2500 oder so und für 5000 Bits gibt es auch einen. Ich weiß es nicht, Leute. Also, ich hatte mit Bits auch nicht viel zu tun in meinem Leben. Das ist ja nur eine exklusive Twitch-Währung. Den behält man nicht. Ihh, dann lohnt sich das doch gar nicht. Oh, scheiße. Genau, da war Wasser.
Da war unten Wasser, genau. Genau. Ach so, oh. Ich glaube, das war ein bisschen blöd von mir, oder? Hier lang. Warum haben wir das nie entdeckt? Wolves gucken nie hoch. Defcounter 16? Ach, come on. Das heißt, egal wie viele ihr seid und wie viele Waffen ihr habt, wir tricksen euch aus. Das klingt irgendwie so viel. Mehr wir sagen. Schließlich wollen sie dich töten. Ich vergesse mal, dass es kein Jump'n'Run ist. Ich denke mal, sie kann so Sachen machen, die sie gar nicht kann. Und dann sterbe ich. Die Abtrünnige! Oh! Es ist Lily! Steifschuss, oder? Deborah! Du hättest wegbleiben sollen, Lily! Die haben ja auch alle Familien und so, darf man nicht vergessen, ne? Wird nicht bei 16 bleiben, glaube ich auch nicht. Obwohl das Spiel jetzt auch nicht so lange dauert. Ich versuche unter 20 zu bleiben. Ach komm. Dort links! Wow. Oh mein Gott. Unter 20 packst du locker. Ja, ich gebe mein Bestes. Okay? Ja. Lass mich helfen. Ich schaff's schon. Hast du gehört? Ein Subscribe von Danny bei 20 Toten? Ja. Ah, okay, ich geb. Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Okay. Lass mich mal überlegen. Machen das Streamer, dass sie auch ihre Subgifts geben? Also als Strafe? Gibt's sowas? Okay, für den Kick machen wir es so. Wenn ich unter 20 Toten bleibe, wie er mit 16, dann gifte ich 5 Subgifts. Okay? Aber dann, dadurch, dass ich dein Geld verschwende. Also was ich verschwende, ist eigentlich zum guten Zweck. Keine gibt's den Laptop da nicht mehr, den Gaming-Laptop. Aber nur, wenn ich 20 Tote habe. Ich habe jetzt 16, ne? Vorher nicht, könnt ihr vergessen. Jetzt passe ich halt... Das Ding ist, jetzt passe ich halt mehr auf, ne? Ich habe 16, ja. Also ich denke nicht, dass es passieren wird, aber bei mir weiß man nie. Also jetzt bin ich halt noch vorsichtiger, ne? Mach 18 draus. Ach komm, 18 ist eine blöde Zahl, jetzt habe ich 20 gesagt. Ich finde das schon okay. Ich finde 20 okay, oder? Weil manchmal gibt es auch eine Stelle, wo ich irgendwie dann doch irgendwie... Zum Beispiel 3 Tore kommen von derselben Stelle. Es muss nur eine fiese Stelle sein. Oder einmal, dass ich nicht weiß, wo es lang geht. Oder einmal kann ich mich irgendwie verspringen oder so. Oder ich sehe Gegner nicht. Ja, super. Jetzt dauert das Spiel noch länger, weil ich jetzt noch vorsichtiger sein werde. Wir bleiben bei 20, würde ich auch sagen. Wird 2 sehr viele fiese Stellen geben. Oh Mann.
das gebaut? Seraphiten? Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa fantastisch. Super. Okay, ich soll nicht lachen. Ich frage mich, ob eure Prophetin geahnt hat, was sie lostritt. Sie hat Dutzende gerettet. Wisst ihr, für was das steht, Leute? Dieses Ding? Am Kopf, dieses Licht? Erleuchtung. Wusstet ihr das? Gerade unerklärlich. Kennst du ihre Schaut mal vor Jesus Bild auf Google, da seht ihr auch dieses Kopfding die ganze Zeit. Oder bei Buddha seht ihr auch dieses Kopfding. Klar. Vergötterung? Nee, Erleuchtung. Also sie haben den Kopf sozusagen... Ja, also Buddha-mäßig. Das ist, was ich meine. Vergötterung kann man aber auch sagen. Aber bei ihr bezweifle ich das sehr stark, weil... sie wahrscheinlich eine Bitch ist. Ich weiß ja, ich will doch, dass Danny sein Geld verliert. Ja, ich merke schon. Also ich gebe mein Bestes nicht. Also wenn es passiert, passiert's. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich darauf eingelassen habe. Ich gehe diesmal zuerst. Ich hätte einfach... Ihr habt mich genötigt. Das machen wir auf keinen Fall bei Elden Ring sowas, okay? Also das hier... Weil ich halt weiß, okay, vielleicht schaffe ich es. Bei Elden Ring würde ich aber sowas nie machen. Nur wenn du Bescheid bist. Ernsthaft? Wie hoch müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist genau gestorben. Bei der Prophetin. Und ich versuche jetzt auch nicht zu vorsichtig zu spielen. Ich versuche zwar vorsichtig zu spielen, aber... große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Ich kann jetzt nicht Ewigkeiten mir Zeit lassen. Sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Ja, na klar. Oh. Was? Ach komm. Okay, da geht's schon los, Leute. Was geht los? Oh mein Gott. Okay, ja, okay, da ist schon der erste tot. Alles klar, cool. Cool, Leute, sehr cool. Weiter so. Digga. Kannst du einfach mal nicht? Endlich wird kritisch. Ja, ich teste es auch nur aus, Leute. Ich weiß ja nicht mal, ob es so ein Art Spiel für mich ist. Wieso benutze ich eigentlich nicht den die Armbrust? Das letzte Wort, was sie gesagt hat, war überprüf. Cool. Okay. Von wo? Bist du dumm oder was? Komm, nimm mal die Armbrust. Gott, wieso ist auf einmal die Kämpfe so viel intensiver? Wenn man Subgifts verlieren könnte. Hä? Ach, da hinten. Komm, die Hoden schießen wir ihm. Oder ihr. Ach komm. Okay, du pissst mich grad an. Genau.
Digga, die Gegner sind aber echt nicht dumm, ne? Zwei noch? Wollt ihr mich verarschen? Headshot. Wie mit den Pfeifen sagen die aber auch immer mir, wo die sind, oder? Bisschen blöd von denen. Wenn es um Bits geht, kommt der Pro-Player raus in mir, Leute. Da verstehe ich, um Subgifts. Da verstehe ich keinen Spaß, Leute. Hä? Sieht sich jemand? Was ist das? Kannst du Medic craften, klar. Kann ich immer eigentlich irgendwie. Verdammt. Ich hab dich noch nie fluchen gehört, Lev. Ja, das war mein erstes Mal. Lul. Der Pro-Player kommt in mir raus. Sag ich euch. Dafür sehe ich keinen Spaß mehr. Ich glaube, ich bleibe hier noch ein bisschen, um ein bisschen zu looten. Oh ja, gute Idee. Ich glaube, da geht's weiter, ne? Oder? Ich will eigentlich gar nicht durch, aber... Nein! Geh nicht durch, ich will zurück. Oh nee! Ach komm. Okay. Und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Du hast einen fetten Testen-Loot-Spot verpasst. Ja, das meine ich ja scheiße. War ja klar. Egal. Wir sind eh fast voll eigentlich. Ist das ein Aufzug? Also guck mal, wie viel wir haben. Ja. Okay, eigentlich gar nicht so viel. Doch, hier, 18 Schüsse hier, das... Ich sag euch, Leute, das ist crazy. Warte mal kurz. Okay, aber wir sollten uns beeilen. Ja. Hör zu, wir lassen uns Zeit, okay? Es geht hier um Subgifts, das weiß der Junge natürlich nicht. Um was es hier geht. Ist ihm nicht ganz bewusst, glaube ich. Wie kritisch die Situation ist. Oh. Und außerdem glaube ich, du prankst mich. Da war kein fetter Loot-Spot. Bereit? Jederzeit. Oh. Ob der Junge schon jemals einen Fahrstuhl gesehen hat? Darf ich dir einen Rat geben? Konzentriert. Achso, sie hat die Höhenangst. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzklopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran. Also, wenn man Angst hat, Leute, muss man wortwörtlich einfach nur seinen Atem beobachten und es verschwindet. Ihr seid herzlich willkommen, Leute. Immer wieder gerne. Ich warte die ganze Zeit auf einen guten Pause-Spot, aber irgendwie finde ich keinen. Ja. Hm. Ich
dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja. Warte mal, gehört der Junge nicht auch zu der... zu dieser... Ist er nicht auch ein Teil von diesen, diese Propheten, obwohl ihre Propheten, denkst du, am Umstag von diesem Kult? Sie würde das nicht wollen. Ihre Schriften handeln nicht von Gewalt. Das solltest du deinen Leuten sagen. Wir haben keine Leute gesteinigt oder erhängt, als sie noch leben. Ihre Worte werden einfach verdreht. Lies die Schriften. Wieso arbeiten wir überhaupt mit ihm zusammen, Mann? Spaß, ich mag den Jungen. Clips. Das verdient einen kleinen Timeout, würde ich sagen. Noch? Das ist kleiner Spoiler, finde ich. Spaß, ja. 20 Sekunden Timeout. Ist Regeln sind Regeln. Ey, es gibt echt 20 Sekunden. Das war ein kleiner Spoiler, glaube ich. Verdammt. Das ist die Brücke. Lev, komm mir nach. Fuck. Ganz langsam. Oder seht ihr das anders? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Also... Ach, kannst du... Oh, also kann ich immer die Zeit sagen? Cool. 20 Sekunden Strafe. Ist aber nur kurz. Ist aber zu kurz. Also habe ich 20 Sekunden gesagt, beim nächsten Mal mache ich länger. Ja, du lebst doch. Da war ich selbst schuld, ja. Ich meine, es ist nicht die Bedingung. Regeln gelten für alle gleich. Selbst wenn du. Guck einfach nicht nach unten. Präsident bist. Wir haben hier eine Demokratie. Beim nächsten Mal 20 Stunden. Ja, würde ich auch sagen. Ah, 20 Stunden. Ja, doch. Das passt. Das war jetzt nett von mir. Ich wollte das austesten, die Funktion. Ich warte noch auf die wahre Stärke. Cool. Was? Ach, nichts. Ne, 20 Tage nicht. Aber wir machen sie auch so, dass bei 5 Timeouts wird man gebannt, ne? Deinem Freund Owen. Oh mein Gott, Lev. Jetzt? Ihr habt verkrampft. Ich werde nochmal die Regeln einfach unter den Chat schreiben. Und vielleicht kann ich dann irgendwann mal Entbannungsanträge machen, das wäre witzig. Ein Tag Timeout ist auch gut, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Na los! Können wir mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Ich habe eigentlich keine richtige Strafe, oder? Lev, komm her. Ein Tag, ich meine, man kann den Stream ja trotzdem schauen. Das wirst du gleich bestimmt nicht mehr wollen. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Ach du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Oh mein Gott. Genau. Da hatte ich auch wahrscheinlich Angst. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Wie dreht durch, ist so. Prophetin. Oh, das... Was dann? Der Ozean. Hunde. Man kann den Stream ansehen, aber Chat bleibt vor der Zeit gesperrt. Also Chat kann man nicht angucken, oder wie? Chat kann man nicht angucken, wenn man getimeoutet ist. Da weißt du ja gut Bescheid. Hey, da! Man kann das Krankenhaus sehen. Doch, kann man. Okay, das nein, der. Ich kann das nicht, Lev. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ich kann nicht. Aber du wirst. Komm schon. Wahre Stärke. Nein, Abby! Da sind die Softgirls weg, Leute.
Da sind die Subgriffs weg, Leute. Death Counter 17, oh nein. Lass mir Zeit. Ey, Digga, wie kann das denn bitte sein, dass ich bei sowas sterbe, aber bei den Kämpfen nicht? Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht runtergucken. Also vor jemandem mit Höhenangst sei ich echt crazy. Fast geschafft. Schau mal nach unten, Lul. Okay. Es sind halt immer solche Stellen, wo ich sterben muss, ne? Wie noch drei mehr Tote und ich muss 5 Saftgifts geben. Weiß jemand, wieso die animierten Emotes nicht funktionieren? Dauert das irgendwie länger, oder was? Was für ein unnötiger Tod, Mann. Bereit? 48 Stunden dauert das, okay. Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. Oder auch zwei, gib mir 2 Sekunden. Okay. Ob das eine gute Idee ist, mit dem Jungen mitzugehen, nur um dem Feind zu helfen? Irgendwie ist das weird, oder? Also Abby kann ja nicht so schlimm sein, wenn sie dem Feind sogar hilft. Ja, Leute, ihr werdet meine animierten Emotes sehen, die sind besser als das. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterkommen. Die sind wirklich gut. Die sind lustig. Und da könnt ihr mich streicheln. Also das würde ich... Also würde mir gefallen, wenn ihr mich ein bisschen streichelt. Was wirst du nach The Last of Us 2 spielen? Wir haben... Also ich werde auf jeden Fall... Wer ist das Spiel denn? Oh, Free Wi-Fi. Ist das wichtig? 12, 18, 79, ist das wichtig? Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Pal World, genau. Warum bist du zurückgekommen? Pal World, wenn wir spielen. Dann haben wir noch Elden Ring, das will ich mal probieren. Nicht unbedingt durchspielen, probieren. Und so, ja, es gibt immer wieder Horrorspiele und so, ne? So ein paar kürzere Spiele auch. Müssen ja nicht immer die 30-Stunden-Spiele sein. Ne? Man kann ja auch mal einen Tag machen, wo man ein Spiel spielt, was so... ein bisschen kürzer ist. Wieso steht hier 12, 18, 79? Das ist für irgendwie ein Safe oder so. Bestimmt. Also auf Palworld bin ich tatsächlich auch sogar gehypt, weil ich habe Videos davon gesehen und ich finde, das Spiel sieht so großartig aus. Dass ich, als ich gesehen habe, selbst spielen wollte. Das habe ich selten bei Games, dass ich sie selbst spielen will, wenn ich sie sehe. Sehr selten. Horror Games sind immer Meta, ja, das stimmt. Horror Games sind immer gut. Ich weiß nicht, ob ich alles mitgenommen habe.
Außerdem gibt es noch diesen einen Modus bei The Last of Us, diesen Roguelike-Modus. Bitte lass während eurer Schicht keine Wertgegenstände rumliegen. Es gibt eine Safe-Abstellungskammer. Der Code. Ja, wie WLAN. Was war nochmal? Oh nein. 12, 18. Scheiße. Okay, danke. Ja, Palworld ist das Spiel, was wie Pokémon ist, genau. Also ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Das will ich unbedingt spielen, wirklich. Also wirklich unbedingt. Was war das jetzt für ein Geräusch? Oh nee, ey. Sag mal, schreibt ihr euch das eigentlich auf oder merkt ihr euch das? Lul. Sehr schön. Es gibt noch kleinere Teile, also extra Szenen von The Last of Us, wenn du die noch spielst. Wie? Kleinere Teile? Verstehe ich nicht. Ich hab The Last of Us 1 gespielt, The Last of Us 1 gespielt, das DLC gespielt. Von The Last of Us 1 und The Last of Us 2. Hat kein DLC, soweit ich weiß. The Last of Us Left Behind habe ich gespielt. Das war cool, hat mir gefallen. Das mochte ich echt gern. Ich weiß nicht, bringen die noch ein DLC für The Last of Us 1 raus, 2 raus? Glaube ich nicht. Und ich bin halt einmal im Kreis gelaufen. Ach komm. Ach so, Treppen? Natürlich, natürlich. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Wie, das ist eine 5-Stunden-Aufnahme schon. Ich streame 5 Stunden schon? Kommt mir gar nicht so vor. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Ziemlich sicher, dass da Infizierte sind, wenn es hier Munition schon gibt. In diesen Gebäuden sind immer Infizierte. Kenne ich vom ersten Teil. Die ist zu? Oder auch nicht? Masken auf. Ich habe keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Die Typen sind echt wie in der Steinzeit irgendwie. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Wird natürlich nicht passieren. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Es geht ums Huffgibbs, okay? Er weiß das nicht. So. Okay. Gasmaske.